Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Sid Meier's Civilization 6, dem New Frontier Pass Royal Rumble. Ja, ist dieses Game schon verloren? Möglicherweise, aber man kann hier vielleicht noch ein bisschen Spaß haben. Ich habe mir einen Plan überlegt. Und zwar, die einzige Möglichkeit, wie ich noch sehe, dass wir in dieses Spiel zurückkommen, ist Krieg gegen Australien. Und zwar mein Plan. In 8 Runden haben wir den Regierungsplatz fertig, bekommen einen Gouverneurstitel, schließen uns dann diesem Kriegerbund an, wodurch wir einen Vampir bekommen. Dieser Vampir kann theoretisch zweimal angreifen, wenn wir den mit diesem Helden kombinieren, der in 13 Runden despawnt. Dann können wir ihn wiederbeleben, was nochmal 4 Runden dauert. Hiernach werden wir Schiffe produzieren. Wir können schon Quadrirem bauen. Dauert 20 Runden, aber mit der entsprechenden Politikkarte 10 Runden. In 3 Runden wollte ich hier einen Handwerker kaufen, damit er mehr Ladungen hat, damit wir die Perlen bekommen. Ist das eigentlich unser erstes Luxusgut? Ne, ich glaube, einmal haben wir schon Luxusgut, nämlich die Gewürze, wo wir drauf gesiedelt haben, oder? Genau. What? Die Gallier haben kein einziges Luxusgut? Sind die doof? Die haben doch voll viel bei sich. Okay. Das ist komisch. Sag ich mal so. Ja, ansonsten ist mein Plan quasi, wir können uns, glaube ich, auch eine Quadrireme können wir uns hier durch Upgrade uns eine gönnen. Bei 240 Glauben könnten wir uns noch eine zulegen oder wir gönnen uns erstmal die zur Not. Müssen wir dann mal gucken. Also, dass wir vielleicht so auf 4, 5, 6 Quadriremen kommen, womit wir uns hier verteidigen können und die Stadt hier auch belagern können. 2 Stück brauchen wir dafür mindestens. Ansonsten Krieger, Vampir, Held, Druff. Mal angenommen, hier ist ein freies Feld, was ich jetzt einfach mal hoffe. Ja, mein Plan ist es, dass ich Australien mindestens diese Stadt hier abnehme, vielleicht sogar diese beiden. Das würde uns auf jeden Fall ziemlich, ziemlich krass helfen. Das Problem ist, Australien pumpt gerade ziemlich viel Militär. Das ist scheiße, aber ich sehe halt keine andere Möglichkeit als die kriegerische Variante, wie wir hier noch etwas reißen können. In 10 Runden ist die Klassik vorbei, dann beginnt das Mittelalter. Im Mittelalter, vielleicht gegen Ende des Mittelalters, wollen wir zuschlagen. Ich sehe keine andere Möglichkeit, keine Alternative. Ich weiß nicht, was wir sonst noch machen sollen, ehrlich gesagt. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Du möchtest mir 4 diplomatische Gunst abkaufen. Einmalig 2 Gold für 30 Runden plus 1 Gold und offene Grenzen. Dem wäre ich sogar nicht ganz abgeneigt, weil wir brauchen das Gold, um unser Schiff abzugraden. Ich verkaufe. Ich bin heute käuflich. Du kamst hier unten nicht weiter. Ich glaube, wir wollten mit dir ein bisschen hier scouten. Aber seine Power, das sind halt hauptsächlich auch nur Krieger, ne? Das sollten wir eigentlich hinkriegen. Soll ich es riskieren, mich hier hinzustellen? Ich riskiere es. Ich riskiere es. So, hier kamen wir nicht weiter. Hier ist halt auch schon Ende, ne? Ich scoute mal ein bisschen in diese Richtung hier. Vielleicht sollte ich das Schiff auch zurückholen. Ich meine, jedes Schiff ist Gold wert. Scheiß auf Scouten. Ja, ich glaube, ich hole das Schiff zurück. Scheiß auf Scouten einfach. Vielleicht können wir ja sogar die Vietnamesen überreden, uns zu helfen. Dann würde auch der Stadtstaat mithelfen, weil der ist ja mit den Vietnamesen verbündet. Oh, fuck.
Oh, shit. Bandabune ist mit Australien verbündet. Das ist jetzt belastend. Das ist jetzt richtig belastend. Wir haben zwei Gesandte. Den Händler können wir nach Bandar Brunei schicken. Dann hätten wir zwei. Scheiße, ich wo. Oh, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Da hat sich Australien jetzt natürlich richtig gut abgesichert. Dann muss ich eigentlich. Ich werde hier schon mal einen reinstellen. Den zweiten behalte ich mir als Reserve. Wir müssen den Typ. Ah, scheiße, wir können auch nicht noch. Ah, Mann, der Stadtstaat. Ich platziere erstmal einen zweiten. Ra Was? Ein Held entdeckt! Oh, ja! Okay. Okay, das ist interessant. Orisha, der Winde, Stürme und des Blitzes, berühmt für ihre immense Stärke. Ist das auch wieder was für Kampf? Fügt allen angrenzenden Feindeinheiten Schaden zu und heilt alle benachbarten eigenen Einheiten um 40. Kostet eine Ladung und beendet die Runde. What? Das wäre ja auf See extrem mächtig. Hat den schon. Oh. Eieieiei. Das wäre natürlich ein interessanter Held. Frage. 5 Produktion, 3 Produktion. Jetzt bin ich am Überlegen, ob wir hier. Zwölf Runden. Nach dem Händler bauen wir hier das Monument. Und rekrutieren. Wir kommen mit zwei Helden. Ein Held für den Angriff und einer für die Verteidigung. Das ist eine Möglichkeit. Okay. Dieser Held macht mir ein bisschen Hoffnung, dass wir es vielleicht doch noch schaffen können. Weil der ist auf der See halt extrem mächtig. Barbaren nähern sich. Ja, das ist gut, dass die Stadt einen Bürger verloren hat. So, Kollege, rauf aufs Wasser. Snack dir das Dorf. Hier ist noch ein Siedler. Wo will dieser Siedler denn jetzt schon wieder hin? Feuer entfacht. Wurde jetzt schon wieder. Ja, ich bin auf der See. Easy. Gar kein Problem. Ja, der hat extrem viel Militär, aber das sind halt hauptsächlich nur Krieger. Scheiß auf die Krieger. Die holen wir alle. Die holen wir alle vom Schiff. Was er hier vorhat, weiß jetzt auch keiner. Der nervt aber auch so ein bisschen. Die Geländefelder werden natürlich immer besser. Das ist natürlich doof. Wo segelt der hin? Wo segelt der Typ hin? Ernsthaft? Die Stadt? Das ist jetzt wohl ein Joke, ey. Das ist doch jetzt wo ein Joke und hier komme ich halt auch nicht weiter. Oh oh. Oh oh. Er hat hier eine Stadtmauer gebaut. Das ist nicht gut. Baut er hier auch eine? Das ist
Nein, eine Stadtmauer würde natürlich alles theoretisch kaputt machen. Ich gehe mal mit dem Krieger scouten, was sich auf diesem Geländefeld befindet. Gouverneur ist da. Ein Feuer entfacht auch noch hier. Ja, ich bin jetzt eh weg, ne? Ciao. Dieses Dorf gehörte mir. Ja, das ist natürlich genial, dass genau jetzt die Barbaren hier sind, wo Liang quasi hier ist. Geil! Aber ich brauche Produktion. Ich brauche Produktion. Ich kaufe mir hier jetzt den Handwerker. Der hat dann 4 anstatt 3 Aufladungen. Ich benötige ihn einfach. Wir bleiben beim Plan. Mit dem Spezialgebäude warte ich aber noch, glaube ich, ein paar Runden, nämlich 7, um genau zu sein, damit ich auch die Punkte bekomme. Wo will der Siedler hin? Wo will der Spacken siedeln? Es wurde schon wieder ein Stadtstaat ausgerottet. Sag mal, wollt ihr mich jetzt komplett verarschen? Hallo, was ist das denn hier jetzt? Das ist jetzt wohl ein schlichter Scherz. Ja, ich gehe mal hier schnell an Land. Und da ist. Was ist da? Ja, Schiffchen, du musst mal ganz dringend zurück. Ach so, hier ist sowas einfach nur. Okay, haben wir das Geländefeld auch mal aufgedeckt. Lebensdauer des Helden gering. Er überlebt nur noch 10 Züge. Ja, das ist ja wirklich großartig. Scheiße. Was mache ich denn hier jetzt? Die gehen halt nicht weg, die Dudes. Bogenschütze kostet 240 Gold. Kann ich mir nicht leisten. Hallo, könnt ihr euch mal verpissen? Wieso? Hä? Wieso? Wieso regeneriert sich die Stadt nicht? Was ist das denn jetzt für Bullshit? Können die einnehmen, die Stadt? Ich glaube ja, oder? Ja, ich kann nichts machen. Ich kann auch versuchen, ganz schnell dahin zu schippern und die irgendwie abzulenken oder so. Leute, Abmarsch. Notfall. Schlucken die irgendeinen Köder? Wie viele Bewegungspunkte haben die? Wie viele Bewegungspunkte hat eine Quadrireme? Das ist natürlich belastend. Also der Krieger will auf jeden Fall die Aufmerksamkeit auf sie ziehen. Ja, wahrscheinlich bräuchte ich einen. Ich habe halt nur einen einzigen Bürger. Da wird das mit Reparieren natürlich ein bisschen schwierig. Ja, das ist natürlich jetzt scheiße. Aber ich glaube, Quadrireme können keine Städte einnehmen, oder? Also ich kann es halt jetzt nicht verhindern. Ey, diese Partie ist so zum Kotzen, muss ich sagen. Ey, also das Piraten-Modpack macht mir deutlich mehr Spaß, weil dieser Startpunkt ist ja wo, also ich weiß nicht, wie viel Drogen ein Entwickler nehmen muss, um sich so eine Startposition auf der Weltkarte auszudenken. Das ist halt absolut, also das ist halt einfach nicht spielbar. Wo sind denn hier die Bürger untergebracht? Das ist halt alles jetzt nicht so geil, ey. Ich hoffe, der zweite Bürger kann ein bisschen gegenstallen. Hier, greift doch mal die ganzen Einheiten an, ihr Spacken, ey. Die Stadt heilt überhaupt nicht.
Eine Stunde im Leben, die man im Sattel verbringt, ist... Jo. Also wenn wir die Stadt verlieren, ist GG. Dann ist vorbei. Wie viel Fortbewegungspunkte haben die? Die Frage ist, cheaten die jetzt und sehen die mich? Ich kann halt auch nicht draufklicken. Ach, Spiel. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wenn ich auf dieses Feld ziehe, können sie mich nicht snacken. Geht nicht. So, vielleicht noch etwas Geiles? Fragezeichen. Ein Heuriker für das Rad. Ja, gut. Dann gehen wir mal in den restlichen 7 Runden noch ein bisschen scouten. Jo, große Bibliothek. Alles klar, das war wahrscheinlich die Maya, die wir noch nicht kennen. Ja, das Rad für 2 Routen wäre ja schon mal nicht so ganz verkehrt. 7 Runden, in 4 Runden ist der durch. Wir holen uns mal das Rad, einfach weil das nur 2 Runden dauert. Ja, können Quadrirem eine Stadt einnehmen? Also, Nahkampfstärke, sie haben eine Nahkampf- und eine Fernkampfstärke. Scheiße. Tja. Es ist auch interessant, wie die KI halt nur auf den Spieler geht und zum Beispiel nicht auf andere KIs. Ne? Sie gehen halt nur auf mich. Logischerweise, weil ich bin ja der Spieler. Ja, ja, das kann ich nicht verhindern. Also, ich kann nur hoffen, dass sich 2 Bürger jetzt besser gegenstallen als einer. Also, wenn die Stadt jetzt weg ist, also eigentlich müsste sie sich heilen, weil sie wird nicht belagert. Wenn die sich nicht heilt, ist es ein Bug vielleicht. Ja, sie heilt sich nicht, das ist ein Bug. Die Stadt ist nicht belagert, aber sie heilt sich nicht. Das ist halt Bullshit. Hä? Jetzt hat sie sich geheilt? What? Wieso hat sie sich jetzt denn geheilt, bitte? Ja gut, dann ist sie halt jetzt weg. So, wir müssen jetzt gucken. Das Geländefeld wird bewirtschaftet. Wenn ich hier jetzt unser... Ach nee, scheiße, ich wollte ja warten, ne? Ich schippe erstmal weiter. Ja, mit ihm können wir mal ein bisschen scouten. Hi, Freunde. Oh, was haben wir hier denn? Sind das Truppen der Gallier? Nee, das sind Truppen von Äthiopien. Was machen die denn hier oben? Führt der gute Herr etwa gerade Krieg? Ja, Jakarta. Von Barbaren überrannt und eingenommen. Oh, Moment. Oh, eine australische Galeere steht hier. Das ist gut. Das ist gut. Australien lenkt sie ab. Australien. Australien fährt einfach weg. What? Hier, Einheit. Nimm die. Baba, du kannst eine Einheit gefangen. Es interessiert die einfach nicht. Nicht einnehmen. Oh, sie können es nicht. Oh. Okay, sie können die Stadt nicht einnehmen. Hatte ich es also doch richtig hier in Erinnerung, dass das Quadrier nicht können. Ich stelle mich mal hier hin. Dann könnte ich sie nächste Runde angreifen. Und die stelle ich mal als Bait hier hin. So, wir werden erstmal die Gewürze machen. So, was ist denn hier jetzt eigentlich los? Eieieiei. Okay. So, das ist fertig. Sehr gut.
Haben wir denn die Karte? Wir haben nicht die Karte drin, ne? Scheiße. Bitter, 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 bitter. Wir bräuchten jetzt halt die Karte. Aber wir bekommen sie jetzt in 9 Runden. Der Blutpakt. Gewährt eine Vampireinheit in eurer Hauptstadt. Diese Einheit brauchen wir, wenn wir gegen Australien in den Krieg ziehen. Sollen wir uns dem Blutpakt anschließen? Können wir eigentlich sehen, ob er sich schon einem Pakt angeschlossen hat? Die leeren Sänger. Das war, glaube ich, was Religiöses. Das ist gut. Das ist tatsächlich gut. Ja, wir müssen den Move jetzt eigentlich machen. Wir schließen uns dem Blutpakt an. Dem Blutpakt beigetreten. Okay, wir haben eine Vampir-Net bekommen. Der nächste Titel würde uns Folgendes bringen. Im Mittelalter freigeschaltet. Gewährt eine Vampir-Net in eurer Hauptstadt und eure Vampire können jetzt Vampir-Schlösser bauen, maximal 2 pro Reich. Da können sich Landeinheiten drin teleportieren. Zweiter Gouverneurstitel, zweiter Vampir. Wie sieht denn so ein Vampir aus? Lol. Meinst du? Wow, 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 wow. Was? Du auch? Ne, warte mal. Ich wollte... Ja, sieht eigentlich recht normal aus. Stell dich mal gerade kurz dahin. Warte mal. Ist er deswegen militärisch so stark, weil er... Oh nein. Ich war am Überlegen, ob ich ihn dann auch militärisch wegmache, weil er dem... Warte mal. Hatte er nicht vor kurzem noch irgendwie 100 bis 150 Wissenschaft? Was ist denn da bitte passiert? Hat er Stipendien gemacht? Aha. So, so, liebe KI. 19 Technologien, wir sind bei 14. So, so. Aha, liebe KI, das ist ja interessant. Ich bin gar nicht so mega weit hinten. Ja, da, dass er den Blutpakt hat, ist natürlich jetzt ein bisschen belastend. Okay, überlegen. Wir müssen eigentlich jetzt anfangen, Quadrirem zu spammen, wenn wir den Typen wegmachen wollen. Baut der gerade eine Stadtmauer? Ich glaube, der baut gerade eine Stadtmauer. Oh nein. Nein! Er baut eine Stadtmauer, er weiß, was ich vorhabe. Scheiße. Der Lucchino baut eine Stadtmauer. Ja, der baut jetzt überall Stadtmauern. Oh, verdammt. Warum eigentlich? Ah, verdammt, ey. Dieses Let's Play ist sowas von krass gegen mich, habe ich so das Gefühl, das ist der Wahnsinn, ey. Ich brauche jetzt eigentlich die plus 100% Produktionskarte. 20 Runden für eine Quadrirebe geht nicht. Das geht nicht. 10 Runden ist okay, da kann man mal 2 Stück bauen. Die dritte würden wir upgraden, die vierte vielleicht auch, wenn sie denn mal wiederkommt. Die fünfte könnten wir uns mit Glauben kaufen. Mit 5 Quadrirem, 2 Angriff, 3 Verteidigen, plus vielleicht sogar 2 Helden. Wäre das möglich? Wenn wir den zweiten Helden überhaupt bekommen, der kann uns ja noch jederzeit weggeschnappt werden. Aber das hieße halt, wir müssten 80 Gold bezahlen, um jetzt das abzuändern. Das wäre halt schon nicht wenig, ne? Was würden wir denn theoretisch noch abändern?
Bei den Wirtschaftskarten vielleicht irgendetwas? Hm. Eigentlich nicht. Wir würden das halt echt nur wegen dieser plus 100% Produktionskarte machen. Wie lange müsste ich sonst noch warten? 9 Runden. Das ist halt viel zu lange. Erforscht die Technologie Bauwesen. Kann ich mir den Bonus holen? 11 Runden? Ich könnte jetzt das Bauwesen machen. Elf Runden, das wären 2 Runden länger. Baut eine. Was ist der Bonus? Baut eine Wassermühle. Das könnten wir jetzt theoretisch machen. König? Wir können keine Wassermühle bauen. Doch, natürlich können wir eine Wassermühle bauen. Wieso könnte ich hier jetzt. Ach so, weil ich erst den Kornspeicher brauche, oder? Oh. Das ist jetzt natürlich. Hä, aber wieso kann ich nicht. Sind Wassermühle und. Hä? Man braucht doch nicht den Kornspeicher, um eine Wassermühle bauen zu können. Ich bin nämlich gerade am Überlegen. Kann man sich die Wassermühle vielleicht kaufen? Ich kann mir nicht alles kaufen, immer, ey. Ich muss halt auch an das Upgraden denken. Boah. Baut eine Wassermühle, baut Stadtmauer, baut eine Eisenmine, entsendet einen Handelsweg 7. Ja, das würde ich halt jetzt gerne erforschen, damit ich auch die Industriemodernisierung machen kann. Ich weiß halt nicht, ob ich das. Muss ich das auf doppelte Luxusgüter drauf machen oder darf ich da das Luxusgut gar nicht abbauen, das Doppelte? Das weiß ich halt nicht. 3 Runden, ja, das würde halt schon Sinn machen, wenn ich jetzt das hier erforsche. Weil den Bonus bekommen wir halt rechtzeitig. Ja, da müsste ich jetzt eigentlich Quadrieren machen, ne? Ich hab's getan. Ich hab es getan. Boost. Quadrireme. Es ist vollbracht. Die Quadrireme. Sie kommt. Die sind heiß auf meine diplomatische Gunst, ne? Du jetzt auch hier? Ich muss meine Gunst verkaufen. Ich habe nichts ansonsten, um mich zu boosten. So, jetzt kommen die Barbaren wahrscheinlich wieder an. So, ich muss angreifen. Ja, solange meine Stadt heile lässt, ist ja noch alles gut. Aller ernsthaft. Der wird halt auch richtig krass geboostet. Verteidigung! Wir gehen hier mal an Land. So, Monsieur Vampir kann schon mal in die Richtung gehen, würde ich sagen. Hier tritt Waber. Ja, sehe ich genauso. Ja, in welche Richtung gehen wir denn? Gehen wir mal Richtung Europa oder? Würde ich ja schon fast sagen. Wäre ja schon angebracht eigentlich. Oh Mann. Nächste Runde ist es soweit.
Dann wollen wir mal den Zeitalterwechsel vollbringen und wir kommen endlich in ein Heldenzeitalter. Das ist doch passend, sag ich mal. Okay. Nach einem Verlust. Oh. Das Mittelalter. Wuhu. Geil. Das Mittelalter. Die könnten wir, glaube ich, wegmachen, oder? Wir würden sie fast killen. Und wir hätten noch genug Leben, um einen Angriff auf auszuhalten. Das sollte eigentlich funktionieren. Wir haben sie weggekrittet mit übelstem Luck. Oh, das ist gut. Das ist gut, wir haben sie weggekrittet. Neue Stadt, Stadtquest. Nein! Anzwickeln sind. Boah, Gott sei Dank. Puh. Okay, dann würde ich mal sagen, wir haben endlich zweimal fucking Gewürze. Ein neues Zeitalter. Geheimgesellschaft verbessert. Oh, verbessert? Moment, da müssen wir gleich erstmal gucken. Ah, wir sind in Europa angekommen, wie ich sehe. Geheimgesellschaft verbessert. Da muss ich gleich erstmal gucken. Naja. Ach so, wir sehen was noch. Nee. Hä? Wir haben die doch gar nicht verbessert. Wir bräuchten einen Gouverneurstitel, aber wir haben ihn nicht. Fremde Stadt gewinnt unab... LOL! Ha! Nee, oder? Warte mal. Die Stadt ist rebelliert. Und welche noch? Ah, eine Stadt von Äthiopien. Das ist. Nee. Warte mal. Hier, Loyalität. Aha. Die ist halt echt rebelliert. Das ist. Kriegen wir diese Stadt vielleicht auf diplomatischem Wege, Fragezeichen. Unser Druck wird sich hier erhöhen, auf jeden Fall. Ah, lol, weil diese Stadt hier Bürger generiert und von dieser Stadt hier quasi angeschoben wird und auch selber Bürger generiert, haben wir die Stadt jetzt geflippt, oder was? Das ist verdammt interessant, möchte ich mal anmerken. Das ist jetzt natürlich sehr... Ah, warte mal. Ja, natürlich. Wir sind jetzt ja auch in einem Heldenzeitalter. Deswegen können wir die Stadt auch flippen. Er wird uns natürlich instant die Gewürze abkaufen. Pferdegold und... Kollege, ich glaube, wir haben einen Deal. Wir haben Pferde. Wir haben Pferde. Oh yeah. In was für einem Zeitalter ist er denn überhaupt? Lass du meine Stadt in Ruhe. Jetzt kommt auch noch der Weltkongress. Das gibt's doch nicht. Einheiten der gewählten Bevölkerungsklasse erhalten plus 5 Kampfstärke. Schiffe? Vielleicht wäre das irgendwie, Vielleicht ist es so Nahkampf, schwere Kampf. Boah. Ich denke mal, die KI nimmt Nahkampf. Was könnte das denn sein, was die ablehnen? Vielleicht Handelsstadtstadt oder so? Ich kenne halt sonst nicht wirklich viele. Ich tippe mal auf Plus für Nahkampf und Minus für Handelsstadtstaat. Mal gucken, ob ich mir einen Punkt absnacken kann. Bei meinem Glück wahrscheinlich nicht.
Doch, bei plus 5 hatte ich recht, die KI nimmt Nahkampf. Ja, Handelsstadtstadt hatte ich auch recht, nur ich habe auf Minus getippt und nicht auf Plus. Scheiße. Ich hätte mir 2 Punkte snacken können. So, du Kollege, du heilst dich hier mal bitte. Ja, scheiße. Ja. Aber nicht von hier. Ich verlege den Händler mal in meine Hauptstadt. Ich mache das mit Sicherheit nicht von hier. Ich bin nicht behindert. So, da können wir jetzt ja anfangen, die Sachen hier richtig krass zu modernisieren. Die Stadt kommt zu mir! Wie geil ist das denn? Die Stadt kommt zu mir! Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Warte mal, könnte es möglicherweise sein, dass der gute Herr in einem schlechten Zeitalter ist? Kann ich das sehen? Er ist gerade... kann ich nicht sehen, in was für einem Zeitalter er ist. Ich habe halt beim Rundenwechsel nicht drauf geachtet. Ja, wahrscheinlich ihn nicht so einem guten, ne? So, der lebt noch 2 Runden. In wie vielen Runden denn? In 9 Runden switcht die Stadt und schließt sich uns an. Das ist natürlich interessant. Wenn diese Stadt dann switcht, könnten wir eventuell mit unserem Dreiergespann Melbourne switchen? Nur mal so gefragt. Ja, ich glaube nicht. Melbourne kriegt zu viel Power. Wir kriegen in 9 Runden Brisbane. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Das heißt, wir können unseren Angriff auf Melbourne fokussieren. Oder wir greifen hier an. Ne, wir brauchen Melbourne. Oh, Melbourne wird natürlich knackiger. Dafür brauchen wir eigentlich mehr Landeinheiten. Ha, das wirft mein Plan. Ist natürlich ganz schön durcheinander, muss ich sagen. Wir brauchen hier das Monument für den zweiten Helden. Ist der zweite Held denn überhaupt noch frei? Warte mal. Ich wollte hier gucken. Die ist noch frei. Okay. Wir bauen hier das Monument. Boosten unsere Kultur und holen uns dann den zweiten Helden. Oh, das ist natürlich jetzt eine Wendung des Schicksals, die mir sehr gut gefällt. Und ich würde sagen, eine Runde spielen wir noch. Dieses Schiff geht mir so auf die Nerven, ey. So, perfekt. Plus 16 Gold und wir bekommen einen Gesandten, weil wir den Quest erfüllen. Dieser Handelsweg. Reich ist nicht, wer vieles besitzt. Und damit bin ich auch jetzt genau fertig geworden damit. Sehr gut. Gelegenheit für Industrie. Ja, das ist mir durchaus bewusst, dass ich das kann.
Wir gehen mal hier ein bisschen scouten. Hi. So, das ist seine letzte Runde. Wir nutzen die für ein bisschen Scouting. Interessant, wie weit die Gallier hier schon vorangeschritten sind. Ist das Dorf noch aktuell? Es ist noch aktuell. Interessant. Baut eine Eisenmine, wird nicht passieren. Baut eine Wassermühle, wird vielleicht passieren. Baut drei Minen. Ja, was brauchen wir hiervon am meisten? Eigentlich das Bauwesen für potenzielles Salpeter. Baut eine Wassermühle. Ich forsche erstmal das Bauwesen an zumindest. Ich weiß nicht, ob wir noch eine Wassermühle bauen werden. Ja, das war doch tatsächlich eine erfolgreiche Folge. Die Barbaren setzen uns hier zwar ganz schön zu, aber da wir in einem Heldenzeitalter sind und Australien scheinbar in einem nicht so guten Zeitalter, haben wir es tatsächlich geschafft, diese Stadt hier zu flippen. Wobei, vielleicht hat es gar nicht was mit dem Zeitalter direkt zu tun, aber das Zeitalter hat das fast zum Überlaufen gebracht. Diese Stadt ist geflippt, sie hat rebelliert, könnte unseren Vampir angreifen, wie mir gerade eingefallen ist. Oh scheiße, das war jetzt vielleicht nicht so smart, dass ich dahin segel. Aber die Stadt ist geflippt und sie wird sich aktuell gerechnet in 8 Runden uns anschließen. Brisbane erobern ist nicht nötig. Die Australier haben auch netterweise schon eine Stadtmauer für uns dahin gebaut. Die Stadt wird sich in 8 Runden einfach uns anschließen. Und wenn wir da dann einen Gouverneur reinplatzieren, ich hätte da schon so eine Gouverneurin im Auge, die man da reinplatzieren könnte, dann dürften wir diese Stadt auch halten können. Wir haben Brisbane quasi erobert indirekt. Ja, dann muss ich mir mal überlegen, ob ich den Plan gegen Melbourne so fortsetzen kann. Ich bin mal am Überlegen. Melbourne zu erobern wäre halt schon gut. Das wäre halt schon echt nicht schlecht. Besonders dann könnten wir halt, ja, vielleicht könnten wir langfristig sogar ganz Australien erobern. Ich bin gespannt. Wie sieht es hier beim Stadtstaat aus? 7 hat er da mittlerweile drin. Wir könnten auf 4 hochgehen. Dann bräuchten wir noch 2, dann wäre der Stadtstaat immerhin neutral. Bildet einen Speerkämpfer aus und rekrutiert einen großen General. Ja, das mit dem Speerkämpfer können wir vielleicht hinkriegen. Gut, dann würde ich mal sagen, soll es das für die Folge gewesen sein. Ja, wir haben die Stadt erobert. Geil! Ich bin gespannt. Also mal gucken, ob wir das so durchziehen können. Und ob wir vielleicht Melbourne flippen können. Schauen wir mal. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Haut rein, bis dann und ciao!